Das ist ein Designklassiker, Riva Mare von Riva. Wir gehen jetzt mal raus, zeigen das Ganze und werden beschreiben, was wir sehen. Denn die meisten, die hier reinkommen, bekommen Tränen in den Augen. So schön ist dieses Boot hier. Und es fängt schon an mit den Farben. Mahagoni ist jetzt hier das große Thema bei dem Boot. Und diesmal statt weiß-türkis haben wir eher klassisch braun. Aber ich krieg schon wieder Gänsehaut. Das ist selten so. Du kommst aus dem Bereich Design, muss man sagen. Ja. Du bist auch Designerin. Wenn du mal ganz kurz die Karte nimmst vom Kollegen, der uns gerade eben, der hat mir die noch kurz in die Hand gedrückt. Und auch die Farben hier, dieses blau-grau-metallic, was du hier siehst. Ja. Ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne mal vorgehen. Wir brauchen draußen noch ein bisschen, ja, wenn ihr möchtet. Ist okay? Ihr habt Zeit, okay. Weil das kann ein bisschen dauern jetzt, wenn wir drehen. Dann zeigen wir mal gerade echtes Holz natürlich hier an der Seite. Dann hast du hier, kannst du dich schön hinlegen. Das ist schön. Aber es ist wirklich, es ist das Design, was hier, glaube ich, so unglaublich ist. Absolut. Wie gesagt, Gänsehaut, mein Herz schlägt höher. Ich bin, ich bin überwältigt von dieser Schönheit. Und das ist selten. Also ich habe Sandra wirklich mal... Als ich dir den neuen Mac-Bildschirm vorbeigebracht habe, da hast du gesagt, jo, schön, Bildschirm. Es war der neue, wirklich der Bildschirm, den keiner kriegt. Und, aber hier, so habe ich dich noch nie erlebt im Leben. Also wenn du mir sowas vor die Tür stellst, dann wirst du mich auf jeden Fall freudig erleben. Schau mal, man steigt hier ein und dann sitzt du hier und kannst ein bisschen lesen. Dann gibt es ein vollautomatisches Verdeck, das rein und raus fährt. Dann der Suchscheinwerfer, guck mal hier vorne, wie bei der Polizei in Amerika. So schön. Werden wir euch gleich mal etwas detaillierter zeigen. Ich denke mal, dass das hier, das hat auch ein vollautomatisches Verdeck, hydraulisch, was aufgeht. Ein Sonnenverdeck, was komplett rüber geht. Aber es ist ja eigentlich ein Sportwagen auf dem Meer. Absolut. Also wie du schon sagst, ist eigentlich ein Porsche auf dem Wasser. Ne? Wenn nicht sogar noch ein hochwertigeres Sportfahrzeug. So, wir steigen mal ein und zeigen mal gerade, wie das Ganze hier aussieht. Also wenn man hier lieb fragt, dann darf man auch fotografieren. Das ist genau. So. Allerdings, ja, Pressebadge ist ganz wichtig. Kommunikation ist das große Thema. Dann weiß man auch, dass hier 25 Mal drüber lackiert wurde. Wurde mir gerade eben beschrieben. Ja. Damit auch UV-beständig genug ist und nichts kaputt geht bei diesem Schmuckstück. Dann hier ein ganz spezielles Leder, was dann nochmal bearbeitet wurde. Ja, nimm ruhig mal gerade Platz, dass wir das mal sehen. Sandra Capella in ihrer neuen tollen Yacht von Riva. Und Riva Mare heißt dieses wunderschöne Boot mit automatischem Verdeck. Dann in Edelstahl und Mahagoni eingefasst. Ich habe keinen Bock mehr zu moderieren, das ist so ein geiles Teil. Ich will aufhören und will fahren. Ich will es selber auch mal erleben. Anfassen und fahren und erleben und... Oh, Traum. Es sind viele kleine Details. Guck mal hier, das ja, ist ein kleines Waschbecken drin, falls du mal irgendwie die Hände mal waschen musst. Ja, Waschbecken und eventuell ist dann wahrscheinlich auch der Kühlschrank in greifbarer Nähe. Vielleicht da drunter. Soll ich mal gerade? Könnte sein, ja, mach mal auf. Da könnte eine Schublade sein. Nein. 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 Ein Cocktailset. Ach, herrlich. Warte, lass mal auf. Ich muss noch filmen, Sandra. Das ist ein Shaker, ist hier mit drin. Dann hast du hier natürlich die passenden Gläser und einen Messbecher. Siehst du hier hinten, der da ist. Das Ganze natürlich eingefasst in Plexiglas-Abdeckungen, die millimetergenau reingefräst worden sind. Hast du hier den Shaker gesehen? Mach nochmal auf. Da unten hier, da den Rührstab. Genau, passendes Zubehör natürlich für die besten Cocktails dieser Welt. Dann kann man hier öffnen, mach mal hier auf. Das sieht aus wie ein Kühlschrank. Könnte sein. Ja, könnte ein Kühlschrank sein. Ich denke mal schon. Oder für Eiswürfel. Hier ist bestimmt für Eiswürfel, weil da ist auch ein kleiner Abfluss. Dann lagerst du hier deinen Eiswürfelberg ein, damit du die Cocktails zubereiten kannst. Und hier ist der Kühlschrank. Da ist der Kühlschrank. Eine Kühltruhe. Hier sind sogar zwei. Einmal Kühlschrank und das ist bestimmt das Gefrierfach. Ah nee, hier ist ein Mülleimer. Okay. Mülltrennsystem. Alles hier, guck mal, eingestickt. Sehr, sehr schick. Und hier auf dem kleinen Boot, da sind die Leute gar nicht. Die sind alle hier auf dem großen. Das haben wir eben schon gefilmt. Extra Video. Name von dem schönen Boot nebenan? Riva Mare.
Riva Mare. So, und das, guck mal, wie das eingefasst ist hier. Genau, setz dich doch mal hin. Was ich auch echt schick finde, da musst du einmal hier nach hinten, guck mal hier, diese Schnallen. Das ist echt ein schönes Detail. Schick, sehr, sehr schick. Ich habe den Preis noch gar nicht gefragt hier. Also mal schauen, vielleicht können wir es ja mitnehmen. So, das Lenkrad, beschreib's mal. Auch hier geht es sehr leicht, trotzdem so ein leichter Widerstand. Oh. Steuerrad ist schön, ne? Auf jeden Fall. Das ist der Suchscheinwerfer übrigens. Kennt man ja so von der Polizei. Kannst du denn hingehen und kannst dann das Anlegeboot von deinem Lieblingsrestaurant, wenn du dann hier anlegst, dann auch zeigen. Dann guck mal, die manuellen Instrumente hier, das ist mal was ganz anderes. Du hast natürlich dein Navigationssystem, kannst die Telemetriedaten dann auch alle übertragen, aber manuell, das hat doch was, oder? Absolut. Analog, meine ich. Analog, genau. Ja, das ist so ein Retro-Touch, aber einfach zeitlos, ne? So, und Joystick, auch das haben wir gelernt, macht die Steuerung ganz easy, man kann es auf der Stelle drehen. Kann man hin und her und drehen. Damit kannst du das ganze Boot fahren und man hat sogar einen Autopiloten und kann es komplett navigieren. Das ist, das könnte das Bugsteuerruder sein. Könnte. Ja, simpel. Ja? Hier drunter, guck mal gerade. Da ist, guck mal hier, ein Seakeeper. Das ist ein Stabilisationssystem, damit, wenn du es mal gerade abdeckst, die Abdeckung hochmachst, da ist ein Display drunter und da kannst du das einschalten. Da ist ein Gewicht drunter, was sich automatisch dreht für 50.000 Euro, damit es auf den Wellen auch gerade liegt. Das heißt, es bewegt sich dann nicht mehr mit den Wellen mit, wenn es am Anker liegt. Es ist dann, also nicht, ist untertrieben, aber das ist stark gedämpft. Damit du auch deinen Cocktail nicht verschüttest. Und guck mal, auch hier überall das Riva-Logo. Überall. So schön. Ist ja auch von Riva. Ja klar, aber dass das so viel Wert aufs Detail gelegt wird, Wahnsinn. Die Nähte, auch hier alles Perfektion. Wir gehen am besten mal rein. Diese Tür, da hast du schon gelernt, die kann man schließen. Und auch hier gibt es ein großes Cabrio-Verdeck. Bitte das andere Video schauen und guck dir mal den Lack an, wie das hier lackiert ist. Das ist ja so schön, dass wahrscheinlich die Geheimagenten dieser Welt nur dieses Boot hier fahren. Ja, ich fahre auf die Insel, aber nur mit einer Riva, wie heißt du nochmal, Riva? Riva Mare. So, komm, wir zeigen das mal. Hier ganz klassisch. Du hast also hier eine kleine Kabine drin, die ist vorne drin und da kannst du lümmeln. Also du merkst auch schon, die ist jetzt nicht bezogen, da könnte man drauf schlafen, aber da wird wahrscheinlich auch ein bisschen gechillt und. Genau. Da kannst du chillen. Ausgiebig. Das ist krass, dass wir gerade im gleichen Moment an das Gleiche dachten, oder? So dieses. Miss Moneypenny, können Sie bitte mal herkommen? Können Sie mal bitte ein bisschen mitlümmeln? Aber es gibt ja auch Verliebte, die hier auf so einem Boot. Komm, wir zeigen es einmal. Dass, ich lümmel mal ein bisschen. Lümmel mal, du hast ja extra. So, da ist sie, unser Lümmelkind. Womit wir schon beim Thema Lümmel wären. Gut, Spaß beiseite. Ist hier erwachsen im Fernsehen. Riva, guck mal hier oben. Da ist ein großes. Da ist noch ein Werbefilm. Kann man mal sehen. Also das Boot kann auf der Stelle drehen. Das ist jetzt ein anderes Boot. Aber hier kann man sich hinsetzen und Dinge machen. So, und was haben wir hier noch? Ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Warte mal. Ja, kleine Küche mit drin, aber es ist jetzt nicht zum Leben drin. Also was fehlt, ist die Dusche, glaube ich. Eher so für ein Wochenende. So. Aber, also ein bisschen Platz hat man hier schon. So, Fast Chiller. Kühlschrank ist mit dabei. Der ist wahrscheinlich hier drin. Mach mal auf. Was ist das? Flaschenhalter. Champagner, guck mal, den kannst du da reinstellen. Ein Champagnerkühler ist das. Ein Champagnerkühler. Stimmt, ja. Da kann man irgendwas drücken. So, und hier vorne hast du Schubläden. Die könnten auch bei einem Juwelier sein. Von hochwertigen Uhren. Da siehst du. Wahrscheinlich, genau. Die Küche ist versteckt. Küche. Cerankochfeld mit drin. Und ich wette, du hast auch eine Dusche drin. Das muss eine Dusche haben. Guck mal hier drunter, gerade nochmal. Also, warte mal, ich komme mit. Waschbecken. So Mineralstoffplatten hier mit dabei. Genau, die sind auch echt schwer. Und
Guck mal hier vorne, dieses Band, was du hast. Wenn du da mal vorsichtig aufziehst, dass wir da mal sehen, was drinnen ist. Und ja, guck mal, die Garmin-Abdeckung, die verbirgt sich hier alles vom Feinsten auch behandelt. Der DVD-Player hier mit drin. Ein Apple TV ist auch mit drin. Wurde gleich mit eingebaut. Und für euch natürlich werden wir auch mal eine Schublade öffnen. Mach mal bitte auf, dass wir das mal gerade sehen. Also Schränke, Schubladen. Ich habe jetzt, bin der festen Meinung gewesen, das sind alles einzelne Schubladen. Hast du gesehen, die Tür ist so gearbeitet, dass es aussieht, als wären es ganz, ganz viele Schubladen. Schau mal. Das ist doch krass, oder? Es sieht wirklich so aus, als wären es einzelne Pushlock-Schubladen. Aber ist gar nicht so. Du kannst wahrscheinlich hier irgendwas noch hochklappen. Hochklappen, genau. Einfach mal zulassen und dann bitte mal hochklappen. Dann kannst du wahrscheinlich die ganze Treppe kannst du anheben. Probier mal, ob das geht. Zu dir. Na, wir lassen es mal. Das wird das mal sehen. So, dann Badezimmer, Dusche. Hast du eine Dusche drin? Guck mal. Ist irgendwo. Echt eine Dusche drin? Ja. Da komme ich aber, wie soll ich das denn jetzt zeigen? Warte mal, ich komme mal. Wir machen mal. Oh, das Beste ist, du kommst mal raus. Ich gehe raus. Gehst mal gerade raus und dann kann ich es auch filmen. Dann gehe ich mal zu dir. Hier vorne ist die Toilette mit drin. Der Boden allein, das ist ja diese Yachtoptik, die du hast. Und dann zeige ich mal gerade, hier ist das Waschbecken. Es riecht hier so gut. Ich weiß auch warum, weil hier Duftstäbchen stehen von Kulti. Und hier um die Ecke ist natürlich die Dusche. Mach mal zu. Und es werde ruhig. Mit Brausekopf hier an der Seite drin. Frischwasserblumen. Und hier kann man dann richtig schön duschen. Und ja. Sandra? Ja? Komm mal raus. Ups. Lass mich raus, wollte ich sagen. Komm, wir entfleuchen mal diesem Boot und gucken sie uns mal von außen an. Denn es gibt viel zu sehen hier bei dem Boot. Aber das Schönste ist natürlich die Form. Die Formensprache, die wir hat. Am Stand von Riva sind wir. Zusammen mit Sandra Capella, die gesagt hat, ich muss heulen, wenn ich das hier sehe. Das ist die Bade, das Badedeck von der Riva Mare. Und ja, wir schauen mal auf dieses kleine Spielzeug, den Seabob. Den gibt es dann in der passenden Farbe dazu. Wir gehen mal außen rum. Das sind die technischen Daten. Auch hier bekomme ich zwei Volvo Penta mit, kann man schauen, mit 400 PS. Das müssten dann 800 PS sein, also 800 PS Gesamtleistung. Ich glaube, das katapultiert dieses Schiff hier, wie auf diesem Foto, dann über das Meer. Mhm. Let's go outside. Und dann könnte man den Stand hier sehen. Ich bin mal echt gespannt. Die haben ja noch nicht gefilmt hier, das große Ding. Nee, die kommt noch. Pershing GX, nehme ich mal an, heißt sie. Und das werden wir euch gleich mal zeigen. Und wir gehen mal außen rum vom Stand und zeigen euch mal, wie dieses wunderschöne Boot von außen aussieht. Denn der Vorteil von diesem Boot ist, man kann es komplett von der Seite sehen, auch wie es aus dem Wasser lugt. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, hier in Halle Nummer 6 auf der Boot in Düsseldorf 2023. Da erschließt es sich, die beiden Boote kommen aus dem Meer auf dich zu. Dann bist du ja dann die neue Eignerin. Der Hersteller sagt zu dir, kommen Sie doch mal vorbei, Frau Capella. Wir möchten Ihnen mal zeigen, wie das Finish geworden ist. Und du sagst, nehme ich. Exakt. Ich finde diese türkisfarbene Linie finde ich so schön. Oh. Die hier unten? Genau. Und die gibt es in mehreren Modellen. Guck mal, wenn du mal rüberschwenkst, da haben wir es. Bei dem anderen Modell, das wir vorhin gefilmt haben, gab es das auch. Also es ist schon charakteristisch. Ne? Das Coole ist, wir können es drin spiegeln. Schau mal hier, Sandra. Da, wenn ihr genau hinschaut, warte, ich mach mal das Licht aus, dann ist das Finishing ist so gut, dass ihr, ich hoffe, ihr könnt sehen, da sind wir, gespiegelt im Lack der Riva, ich gehe mal einen Schritt zurück, Riva Mare. So, da ist sie. Tja, ich bin wirklich geflasht. Und all das könnt ihr sehen auf der Boot. Wahrscheinlich ist das nicht für alle. Wenn du hier samstags, sonntags mit der Familie reinkommst und einem Eis, einer Cola in der Hand, wird schwer. Ja, glaube ich schon.
Aber von außen kann man sie ja gucken. Genau. Du musst dann dein Louis Vuitton-Täschchen auspacken und dann darfst du vielleicht mal gucken. Aber viele... Nein, das stimmt gar nicht. Also ich habe gemerkt, auch ganz normale Leute, du musst gar nichts an. Du musst nur lieb fragen, dann kommt einer mit. Ja. Du kannst hier alles sehen. Ist nur so, kommt nicht am Wochenende her, weil da ist die Schlange, glaube ich, hier einen Kilometer lang, oder? Genau, am besten unter der Woche, früh morgens, so um 10, 11 Uhr. Da könnte man noch Glück haben, wenn noch wenig los ist. So, und wir hatten das Glück, dass wir erst am Montag gekommen sind. Das muss man ja schon sagen. Und dann dieses wunderschöne Boot hier komplett exklusiv hatten, sogar für eine Zeit lang. Und diese Yacht hier, Riva Mare von Riva, ist ein Traum in Blau-Silber-Metallic. Mhm, absolut. So, sag mal deinen Spruch. Mein Spruch? Welchen Spruch? Abonniert, weil... Abonnieren, auf jeden Fall. Also abonniert German Television mit fast 9 Millionen Zuschauern in 90 Tagen und nur 300.000 Abonnenten, ist das eine Abo-Quote von gerade mal 3%. Das geht gar nicht. Drückt auf die Abo-Taste, macht das und ihr merkt es schon, ich nerv euch nicht am Anfang vom Video, aber es ist so wichtig, denn du wirst bewertet oft nach den Abonnenten, die gucken dann drauf, oh, so ein Mini-Kanal mit nur 330.000 Abonnenten, das geht ja gar nicht. Also, da geht noch viel mehr. Liebe 9 Millionen Zuschauer, 9 Millionen einzelne Zuschauer, guckt doch mal bitte rein. Und wenn wir alle zusammenarbeiten, nur so können wir das Ganze natürlich auch in Zukunft kostenlos halten. Denn viele fragen sich, warum machen wir das hier eigentlich, ja, wenn ihr nicht auf die Abo-Taste drückt, oder? Ganz genau. Und ich denke, die Einblicke, die wir bieten, sind einfach einzigartig. Und das muss man auch mit einem Abo wertschätzen, oder? Finde ich auch, ja. Absolut, ja. Vielen Dank fürs Einschalten am Stand von Ferretti Yachts hier auf der Boot. Tschüss.